Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 19. Wahrscheinlich das Finale. Wir werden sehen. Letzte Folge haben wir gesehen, wie Ethan von Miranda umgebracht wurde. Woran ich immer noch nicht glaube. Aber wer weiß. Und wir spielen Chris. Weiter geht's. Bin auf Zielposition. Was ist der Groß? Ja. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Dahin oder? Mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Schon erledigt. Das geht. Du hattest recht, die haben es auch auf den Weg gezählt, haben wir sie. Geht's allen gut? Sie kommen auf den Feld. Soll ich nochmal nachladen? Verdammt, die Ehre gezogen. Das kann ich gar nicht über dich sagen. Alter, was ist jetzt Adrenalin geladen? Meine Fresse, was für eine Action. Michael Bay wäre bestimmt neidisch hier drauf. So, gehen wir mal ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Wie kommt eigentlich das Zeug jetzt hier hin, wenn sie gerade erst den Baum zersprengt haben? Naja, nicht hinterfragen. Machen. Aber ich hab eine Granate. Nee.
jetzt. Ja. Bewachst den Megamyzenten, was? Gerade kampfbereit. Wow. Kampfbereich ist echt viel zu klein für den. Ich gehe weiter. Der Rest. Kristalliner Riesenstein. Bleibt oben. Aber es wäre jetzt Chris mit diesem Schatz. Okay. Ich bin jetzt wirklich tot, kann ich mir nicht vorstellen. Wäre hart. Frage: Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Und das Herz. Da ist er. Der Megamyzet. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamyzet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Also muss ich mit Chris Miranda töten. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja. Wenigstens sieht das ein. Halt dir keine Karte, schade. Das muss Mirandas Labor sein. Probandservator Moré, Kulturkompatibilität schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kultur hat beim Probanden drastische Veränderungen an ihrem Organ hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und einer Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwendet
Verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva oder Eva nicht geeignet. Jetzt lernen wir noch was über die Kinder. Ja? Proband Alexina Dimitrescu. Kulturkompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Ja, ein bisschen so wie Wolverine, hä? Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um die Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Karl Heisenberg, Kulturkompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitter-Ochsens. Okay. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Und die letzte im Bunde. Proband Donna Beneviento. Kulturkompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der mutamizid-infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzination auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kudo an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Interessant. Kudo. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Evelyn, oder? Ja, ja. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht ausmaßen möchte, zu behaupten, ein Unsterblicher wie Sie würde Sie überhaupt an einem halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs im Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meiner unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, eine in Afrika heimische Virus. Warte mal, ist das nicht der von Teil 5? Nee, der hieß anders. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihre Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Okay. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Okay.
was macht Spencer denn hier? Was hat er hier gemacht? Nimm die Hände hoch! Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Die echte Mia. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte! Nimm mich gefälligst mit! Du hast es versprochen! Du hast gesagt, du beschützt uns! Wir haben doch alles getan! Wir sind hierher gezogen, alles! Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ich vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Wut? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Er lebt noch. Ohne Herz, okay. Interessant. Was ist passiert? Ist da jemand? Der hat sich wohl in 7. Teil infiziert, oder was? Komme ich hierher? Oh Gott, ist das kalt! Scheiße, mein Körper! Du bist so dumm. Evelyn? Ja. Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Ja, fand ich schon komisch. Erinnere dich. Jetzt wird's interessant. Vor 3 Jahren bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Okay. Du bist tot. 3 Jahre schon. Aha. Das ist unmöglich. Nein, das...
verschwinden. Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose, Mia, ich... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose, ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Rose, nein! Okay. Ethan hat mit mir ein Kind gemacht, obwohl er nicht Ethan ist. Und sie wusste davon. Okay, das stellen wir jetzt mal nicht in Frage. Na, genug geschlafen? Duke. Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Du hast immer noch kein Herz. Duke. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Okay. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan. Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Rose aus den Händen, Mirandas gefallen. Kriegen wir mal kaufen, oh, und speichern nochmal. Alles klar. Hast du alles Nötige? Waffen und so? Was gibt's denn hier? Langer Lauf. Pistole, ja, die habe ich nicht. Weg. Weg. Ja, da wir am Ende sind, habe ich natürlich hier die anderen Teile schon verkauft. Das dachte ich mir schon. Dann verkaufen wir das jetzt auch. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Oh, wie, da ich ja 7 Schuss mit dem Dings habe, werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen Geld investieren. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Vielen Dank für deinen Einkauf. Aber bald brauche ich nicht. So, jetzt geht's zum Finale. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Gut. Deine Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen?
überlass das mir. So. Bitte, gib Acht. Danke. Dann machen wir uns mal bereit für den finalen Kampf, wa? Dafür habe ich, glaube ich... Ah, doch. Gut, Heilung habe ich, denke ich mal, genug. Ich habe noch 2 Dietriche. Okay. Habe ich nicht gefunden, wohin damit. Dann wird gespeichert. Und auf zum Finale, würde ich sagen, Leute. Oh, wir können auch was einsammeln. Wir haben es dann wohl langsam geschafft. So was. Oh, Even kann nicht rein. Nee, mehr ist nicht. Oh, da war noch mal Heilung dabei. Okay. Ja, ich denke mal, wir sind gut ausgerüstet. Weiter mal nochmal. Let's go. Auf zum Render. Zeig mal, was du drauf hast. Lasst mich in Ruhe. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Radiert bis wird. Ethan, jetzt! Los, los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Was für Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Wie wär's hiermit? Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann! Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Ja, das geht mit dir ab. Spinne! Dein Ende naht. Letzte Kugel.
Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz wandeln? Bist du wirklich keiner von uns? Das war's für dich! Jetzt stirb! Nee, danke. Ich bring dir ewige Ruhe. Hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsere wahre Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Nee. Keine Fresse. Wo sind? Ja. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Wie hat denn die, ey? Das ist ja Wahnsinn. Da ist auch immer der Bosskampf. Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten ändern! Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Nein, ich kann keins herstellen. Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig! Stirb! 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 Ich werde meine Tochter wiedersehen! Wie wär's hiermit? Zur Hölle mit diesem Dorf! Und ich raus. Du kannst Rose nicht retten. Das ist frech.
Der Baum schützt deinen Arm. Warum willst du nicht sterben? Hey, was die für Radios? Du hältst mich nicht auf. War merke ich. Boah, mein Wunsch wird Wirklichkeit. Langsam, gell? Dein Tod ist bereits besiegelt. Wofür kämpfst du noch? Die trifft mich auch jedes Mal. Das war's für dich. Jetzt stirb! Heilung. Wie hier keine Heilung mehr. Das ist ganz schlecht. Die hält echt viel zu viel aus, ey, meine Fresse. Das ist ja Wahnsinn. Die hat 7 Magnum-Schüsse ausgehalten. Meine Eva. Ja. Meine wunderschöne Tochter. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und sag mir, du weißt, was es bedeutet, wenn ich nicht zu davon komme. Oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Dir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Die 4 neuen Kinder, sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern.
nochmal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Ich will ja nichts sagen, aber die hat echt viel zu viel raus. Auch für den Endkampf. Stirb. Das ist echt zu viel. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Hab ich eigentlich noch. Ja. Werde ich zwar eh nicht treffen. Anstellen kann ich auch nichts. Na gut, die läuft ja nicht. Nicht wirklich. Niemand macht mir meine Großarten. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen. Ethan! Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan, das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt! Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt! Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey! Hey! Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Oh,
Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nicht lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Das war's. Ja, was soll man sagen zum Spiel? Das ist ein gutes Spiel, definitiv. Aber ich verstehe immer noch nicht, was es wirklich mit Resident Evil zu tun hat. Vielleicht gibt uns dann ein Detail mehr Aufschluss darüber. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr mir zugeguckt habt bis zum Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday bei DGV. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit.
Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft.
Wolken? Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn dich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß.